als ich drauf kam, dass die Politik sich so für die Musik interessiert, habe ich mich als Musiker für die Politik interessiert. Ich habe das nur umgedreht. Denn es ist ja ganz töricht zu glauben, dass der Musiker nichts mit Politik hat. Selbst wenn er das glaubt, dann muss ich ihm sagen, aber die Politik hat sehr viel mit der Musik zu tun. Umgekehrt ist richtig. Und wenn man mich also als politischen Musiker bezeichnet, ist das ein Ehrname für mich. Ich versuche mit den Mitteln der Musik etwas politische Intelligenz in den Menschen hineinzubringen. Ich weiß, dass das viele Leute nicht mögen, aber da müssen sich hier eben ändern. Die Leute müssen sich ändern, vielleicht auch durch die Mittel der Musik. An der weiß getünchten Wand steht der schwarze Koffer mit den Manuskripten. Drüben steht das Rauchzeug mit dem kupfernen Aschenbecher. Die chinesische Leinwand zeigend den Zweifler hängt darüber. Auch die Masken sind da, und neben der Bettstelle steht der kleine sechslampige Lautsprecher. Frühe drehe ich den Schalter um und höre